Willkommen im HDB Schweißshop, meine lieben Schweißtechnikfreunde, meine YouTuber. In unserem vergangenen Video hatten wir uns das EWM TickSpeed-System angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie das Ganze funktioniert, wo sind die Einsatzmöglichkeiten und die ganzen Vorteile besprochen. Der größte Vorteil ist natürlich bei dieser Maschine ganz klar. Zusatz kommt automatisch dazu und wir können nahezu Mach-Geschwindigkeit erreichen. Das hatte ich in dem Video erwähnt. Und heute habe ich mir überlegt, dann vergleichen wir das Ganze in echt. Also habe ich hier an der Stelle eine EWM Phoenix Mach-Maschine vorbereitet mit einem Mach-Brenner und wir werden hier mit dieser Maschine MSG Mach pulsen. Ich habe 6 mm Chrom-Nickel-Stahlbleche vorbereitet als Kehlnaht. Einmal mit dem Mach-System, einmal mit dem TIG-System und dann schauen wir uns die Unterschiede genau an. Geschwindigkeit, Vorteile, Nachteile, seid gespannt! In unserem heutigen Vergleich fangen wir mit dem TIG-Speed-System an. Ich werde die Bleche vorher heften. Natürlich zum Mach-Verfahren werde ich die gleichen Bleche verwenden, damit der Vergleich optimal ist. Hier an der Stelle mein Tipp, bei diesem TIG-Speed-Verfahren musst du aufpassen, dass du nicht zu weit hoch gehst. Beim WIG-Schweiß natürlich auch grundsätzlich, weil hier kann nämlich Folgendes passieren. Bist du zu weit oben, kommt der Zusatz trotzdem ja noch weiter dazu und da bilden sich Tropfen. Das willst du vermeiden, also hältst du den optimalen Abstand. Das seht ihr gleich in der Aufnahme, wie weit der Abstand ist. Das war jetzt einmal zu dem TIG-Speed-Verfahren, zu unserem WIG-Verfahren mit dem zusätzlichen Zusatz. Und im zweiten Schritt werden wir das Ganze mit MSG Mach pulsen, mit dem Pulsverfahren lösen. Hier auch an der Stelle ein Tipp von mir. Ich möchte natürlich, dass die Anlauffarben auch beim Mach-Verfahren sehr schön werden, also möglichst gering, dass ich nicht viel nachbearbeiten muss. Also werde ich hier an der Stelle quasi leicht pendeln bzw. immer so einen Step nach vorne machen. Das heißt, ich nehme den Brenner in der Hand, ein Stück nach vorne, ein Stück zurück, ein Stück nach vorne, ein Stück zurück. So werde ich versuchen, möglichst optimales Schweißergebnis hinzubekommen. Hier sehen wir unser erstes Ergebnis, 6 mm Chrom-Nickel-Stahl mit TIG-Speed geschweißt, schön sauber. Achtung, wir haben das Ganze hier noch nicht nachbearbeitet, die Anlauffarben sind so hell. Jetzt kommen wir zu unserem Mach-Ergebnis, MSG Pulsen, sieht auch schön aus, ist natürlich ein völlig anderes Schweißverfahren, habt ihr in der Aufnahme gesehen. Wir sind soweit fertig mit unserem Vergleich. Gleich kommen wir zu den Nahaufnahmen, zu den Settings, wie wir die Maschinen eingestellt haben. Mein erster Eindruck war, dass ich deutlich mit dem Mach-Verfahren, MSG Mach-Pulsverfahren, doch schneller unterwegs bin. Das sehen wir aber gleich in der Nahaufnahme. Hierzu muss ich sagen, bei diesem TIG-Speed-Verfahren habe ich ja die WIG-Optik. Also die Optik sieht schon sehr gut aus. Wobei wir natürlich mit der Phoenix auch schon eine relativ schöne Optik hinbekommen durch dieses Pulsverfahren. Man muss jetzt hier einfach die Dinge so vergleichen. Es gibt nun mal die Lebensmittelindustrie, da kannst du nur WIG schweißen. Und wenn du da Meter machen musst, dann wirst du quasi auf die TIG-Speed angewiesen. Macht das Ganze ja einfacher, Kostenersparnis, weil der Draht ja schon dazu geführt wird. Und du bist halt einfach schneller unterwegs. Mit dem MSG Mach-Verfahren hast du eigentlich einen besseren Einbrand. Du hast eine sichere Wurzelerfassung, du kommst natürlich viel mehr tiefer rein. Das einzige Problem, auch bei dem Impulsverfahren können Spritzer entstehen. Das heißt, die Nachbearbeitung ist doch bei diesem MSG-Verfahren größer wie beim WIG-Verfahren. Da sind wir fertig, da musst du nur noch polieren und bis soweit. Was wir noch zu sagen, noch einen Vorteil hätten wir bei dem MSG-Mach-Verfahren. Und zwar, wir sehen hier den Brenner.
Das ist unsere Spitze. Das heißt, wir können in bestimmte Ecke, in bestimmte Positionen von unten, von oben besser reinkommen. Wenn wir uns einmal den Teakspeed-Brenner anschauen, wo der Zusatz von außen dazugegeben wird, sehen wir deutlich, das Ganze ist ein bisschen größer. Es ist halt für bestimmte Positionen gut geeignet. Das sind meine ersten Empfehlungen für euch. Wir werden natürlich noch mehr vergleichen, noch mehr testen. Ich hoffe, meine Tipps bringen euch weiter. Kommen wir zu den Einstellungen unserer Stromquelle, die EWM Tetrix 300 AC-DC Puls mit der Comfort 2.0 Steuerung. Wir haben das Ganze bei 6 mm Chromnickelstahlbleche auf 240 Ampere gestellt, den Sekundenpuls dazu aktiviert und die Einstellungen für den Sekundenpuls sehen folgendermaßen aus. Der Erststrom liegt bei 240 Ampere, die Zeit dafür 0,10 Sekunden, der Zweitstrom 75% von 240 Ampere und die Zeit dafür auch 0,10 Sekunden. Im DC-Modus die Wolfram-Elektrode auf 3,2 gestellt. Kommen wir nun zu den Einstellungen der Teakspeed-Steuerung. Wir sehen hier oben, Hotwire ist an, das heißt, wir können hier einstellen, dass der Drahtvorschub den Draht mit 80 Ampere dazugeben soll. Dann sehen wir hier Draht die Minute 3,5. Was wir noch zu sagen, wir haben die Frequenz aktiviert, das heißt, dass der Draht oszilliert wird. Ihr habt ja gesehen, der Draht wurde immer dazugegeben, weggezogen in einer gewissen Geschwindigkeit und wir haben hier an der Stelle auch noch den Automatik-Viertakt eingeschaltet. Kommen wir nun zu den Einstellungen des MSG Magpuls-Verfahrens mit der Phoenix und der neuen Expert-Steuerung. Wir haben hier an der Stelle folgende Einstellung vorgenommen. Jobauswahl. Wir haben gesagt, dass wir das Ganze mit dem MIG-MAG-Standard-Impulsverfahren machen möchten, bestätigen. Dann haben wir gewählt 1 mm Chromnickelstahl 1.4316 gewählt, bestätigen. Drahtdurchmesser war 1 mm, bestätigen. Und zum Schluss das richtige Schutzgas, Argon 2% CO2 in Argon, auch passt, wunderbar, bestätigen. Und dann sagt uns die Maschine, das ist der Job 35, wir gehen in den Arc-Modus, also in den Schweißmodus. Und hier sehen wir, dass der Puls aktiv ist, der Superpuls ist aus. Und jetzt können wir natürlich sagen, das Ganze auf 6 mm. Das sind die Settings zum MSG Mag Pulsen. Habt ihr auch recht gute Ergebnisse. Und nicht vergessen, euer Feedback ist wichtig für mich. Eure Meinung, euren Senf, bitte in die Kommentare schreiben. Ich würde mich darüber freuen. Ich wünsche euch was, bis dahin. Ciao. Stories, I'm a fool for your love.